Ein 82-jähriger Mann geht zum Arzt und sagt: Hören Sie mal, ich habe eine junge Frau, die ist erst 28. Ja, und die ist jetzt schwanger geworden. Ich weiß gar nicht, warum. Und wie, also ich habe selber nicht, können Sie mir erklären, wie das passieren konnte? Weil ich glaube, also ich hatte damit nichts zu tun jetzt. Ne? Und der Arzt sagt: Ja, passen Sie auf. Sie gehen mit Ihrem Krückstock, gehen Sie durch den Wald. Sie sehen den Hasen, Sie ziehen mit dem Krückstock auf den Hasen, der Hase fällt tot um. Was ist passiert? Sagt der ältere Mann: Oh, da hat wohl ein anderer geschossen. Sehen Sie? Nee, zum Mittag, geil. Ein Typ geht über eine Straße, ich sag mal, wo Damen arbeiten. Es sieht ein bisschen so aus, als ob die mit der Hacke das Haus festhält. Nee, und er spricht sie an und sagt: Hör mal, er hätte Bock ein bisschen, ob sie Zeit hat. Ja, komm mal mit aufs Zimmer. Die gehen auf dem Zimmer. Ja, sagt er: Hör mal, ich will gar nichts Tolles haben. Einfach nur so eine Hand, so ein Handjob oder wer weiß was. Nee, dann bin ich entspannt. Was kostet denn? 500 Euro. Was? 500 Euro? Bist du bescheuert? Komm mal an ein Fenster, sagt sie. Siehst du die beiden Häuser da drüben? Ja. Das größere Haus da hinten auch? Ja. Die habe ich nur gekauft, weil ich einen guten Handjob kann. Ja gut, er zahlt die 500 Euro und die gibt Gas, lohnt sich wirklich. Also er ist entspannt. Ne, denkt so, boah, weißt du was, ein Blowjob wäre auch geil. Weißt du, ne? Aber das, sag mal, Blowjob ist bestimmt auch teuer, ne? Der kostet bestimmt Tausender, ne? 1500, sagt sie. Tickst du was sauber? Komm mal am Fenster. Siehst du die beiden Casinos da drüben? Ja, die habe ich nur gekauft, weil ich einen guten Blowjob kann. Er zahlt die 1500 und lohnt sich wirklich. Also Ehrmann wacht da aus der Narkose wieder auf und sagt so, weißt du was, die Muschi möchte ich doch mal sehen. Ne? Sagt er: Hör mal, was kostet denn hier Muschi? Ne? Was kostet das denn? Komm mal am Fenster. Siehst du die Stadt da draußen? Ja, die würde mir gehören, hätte ich eine Muschi. Ich finde klasse. Ein älteres Ehepaar kommt in Duisburg am Bahnhof an, kommt zum Taxifahrer. Der Mann steigt ein, sagt: Hören Sie mal, wir müssen nach Duisburg-Hochfeld zur Musfeldstraße. Sagt die Oma: Was hat sie gesagt? Ich habe Ihnen gesagt, wo wir hin müssen. Ne? Ja, sagt der Fahrer: Was wollen Sie denn da? Was hat er gesagt? Was wir da wollen, ja? Wir besuchen unsere Tochter. Hä? Ich habe ihm gesagt, dass wir unsere Tochter besuchen. Wo kommen Sie denn normalerweise her? Fragt der Taxifahrer. Was? Er hat gefragt, wo wir herkommen. Ja, aus Hamburg. Oh, Hamburg kenne ich. Ja, da hatte ich mal den schlechtesten Sex meines Lebens. Was? Der kennt dich. Chef fährt mit seinem neuen Lamborghini, fährt er auf dem Hof von der Firma, der Geselle kommt raus, sagt: Chef, schönes Auto, das ist schön, schönes Auto, schön, schönes Auto. Sagt der Chef: Das ist schön, ne? Ja, das ist schön, schön. Ja. Sagt der Chef: Hör mal, wenn du jeden Tag hier arbeitest, du gibst alles für die Firma, du hast keine Frau, 24 Stunden bist du für die Firma da, vielleicht kaufe ich mir einen zweiten. Das ist ein Brüller.